Soll man nicht wütend werden? Ich glaube, dieser Pudel mit dem Puschelschwanz, der ist echt fies drauf. Ich habe auf den Kleinen drauf gesetzt. Der Kleine gewinnt auf jeden Fall. So, und wir haben gesagt, wenn der Kleine gewinnt, darf der Meier mir eins in die Fresse schlagen. Und ohne wenn Brille. Der, ohne Brille. Und wenn der Große gewinnt, ich ihn. Ihm. Ihm, dem Meier, dem Andreas Meier. Das ist Andreas Meier. Das ist die Claudia Katterneck. Den Hund kennen wir nicht. Und die jetzt gleich durchs Bild laufen, die kennen wir auch nicht. Aber jetzt laufe ich sowieso natürlich. Doch, klar, die kenne ich. Hi. Nee, wirklich? Claudia kennt irgendwie jeden. Doch, das ist die Maike. Ja, ich habe eine Brille, ich habe eine andere Brille. Genau. Hör mal, ich werde gleich so richtig wütend, ja, wenn wir hier nicht ordentlich unser Interview zuführen. Ja, man sieht, wir sind ein super Team. Wir finden uns echt scheiße. Wir ergänzen uns großartig. Das ist ganz wichtig bei so einer Produktion. Wir machen nämlich die Wutparty. Und wollen, dass unser Publikum wütend ist auf der Wutparty. Wir wollen, dass die Künstler wütend sind. Ihr dürft auch nur sauer sein, das ist auch okay. Genau. Und das ist hier in Köln gar nicht so leicht. Denn sowohl die Kölner als auch viele der Künstler haben uns und mir verraten, wir sind eigentlich gar nicht wütend. Dürfen wir da trotzdem mitmachen? Ja, ob das die rheinische Gelassenheit ist oder was auch immer, das haben wir noch nicht so richtig rausgekriegt. Aber vielleicht wird es auch ein Projekt über die Abwesenheit von Wut in Köln. Und wir feiern eine Party, weil wir wollen, dass die Leute kommen. Wir finden nämlich, dass Kunst in jeglicher Form nichts für eine Elite ist, sondern Mut machen kann, neue Perspektiven zeigen kann, Spaß machen kann, zum Nachdenken anregen kann, und zwar jeden. Und weil wir möglichst viele Leute erreichen wollen, machen wir eine Party. Weil die Protestform in Köln heißt Party. Haben wir bei der Anti-Atom-Demo auch schon gesehen. Kommen plötzlich alle kostümiert. Oder vielleicht ist das auch die zeitgemäße Protestform. Ja. Feiern. Ja, das würde ich unterschreiben.